Hallo meine Lieben. Ja, ich habe gestern ein Craft-Update hochgeladen und dann habt ihr mich angeschrieben, ob ich zeigen kann, wie man dieses Teil hier macht. Und das zeige ich euch natürlich gerne. Und zwar ist das ja hier so ein Organizer für alle, die das Video nicht gesehen haben. Ansonsten verlinke ich es auch oben nochmal. Ja, und wie das funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Wundert euch nicht, ich habe hier einmal alles komplett vorbereitet. Und zwar brauchen wir als erstes ein Cover. Und dieses Cover habt ihr in den Maßen 28 mal 21 cm. Und dann legt ihr euch das so an, dass ihr auf der langen Seite falzt. Und zwar bei 12,6 cm und dann dreht ihr euch das Ganze einmal komplett um und falzt es nochmal bei 12,6 cm. So, und das können wir jetzt auch schon einmal falten und an die Seite legen. So, dann brauchen wir Seiten und zwar zwei Stück in den Maßen 27 mal 21 cm. Und gefalzt wird das Ganze bei 2 und bei 14,5 cm. Ja, und auch das habe ich mir bereits vorbereitet. Und das legen wir auch an die Seite. Und hier habe ich meine zweite. So. Ja, jetzt wird das Ganze einmal ein bisschen komplizierter für euch, sieht zumindest im ersten Moment so aus, ist es aber gar nicht. Ihr braucht zwei Teile für die Tech-Taschen, sind das später 14,2 mal 14,2 cm und dann bekommt ihr ein Quadrat und dieses Quadrat falzt ihr ringsrum bei einem Zentimeter. Und dann nehmt ihr euch das in euer Schneidebrett und das zeige ich euch einmal kurz an einem Stück DSP. Das ist nämlich das DSP, was wir später brauchen werden. Und dann legt ihr euch euer Farbkarton einfach in euren Schneider und achtet darauf, dass die Ecken hier genau in den Ecken sind. Und dann nehmt ihr euch am besten das Teil und packt das hier irgendwo in die Mitte, weil wenn ihr jetzt hier von der Kante irgendwo anfangt, dann lässt es sich ein bisschen schwer schneiden. Und dann schneidet ihr das einmal zurecht. Mache ich jetzt nicht, mache ich später, weil wir ja das DSP dann nachher, ich brauche die Maße nicht, dass ich das jetzt durchschneide. So. Genau. Und wenn ihr das gemacht habt, dann schneidet ihr euch einfach hier oben die Ecke einmal ab. Und hier unten die Ecke, die könnt ihr umknicken. Also wenn ihr das Teil dann so umknickt, dann steht hier unten etwas über und das schneidet ihr einfach ab, dass ihr hier eine gerade Kante bekommt und schon sieht eure Ecke genau so aus. Ja, klingt komplizierter, als es eigentlich ist. Und das braucht ihr viermal, also nehmt ihr halt zwei Vierecke und schneidet euch die so zurecht. Und ich falze mir hier schon meine ganzen Teile um. Und wer einen Brother-Plotter hat und da Interesse hat, dem kann ich eine Plotter-Datei schicken, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, mir immer diese Ecken hier zu basteln. Habe ich mir eine Plotter-Datei erstellt und die muss man dann eben zweimal ausplotten und dann hat man vier von diesen Ecken. Genau, so, das war das. Dann brauchen wir einmal eine Verstärkung für das Rückenteil, also für die letzte Seite sozusagen. Und das Teil sollte sein 21 mal 12,5 cm. Das braucht man für die Seite, wo später der Block drauf ist, weil ja, da doch ziemlich viel Gewicht dran hängt. Und ja, hier kann man dann halt später den Block raus und wieder reinmachen. Und man klebt halt das DSP hier nur ganz vorsichtig an den Rand. Und damit das Ganze wirklich vernünftigen Halt hat, klebt man das eben nochmal auf so eine Seite, und die dann eben in das Buch ein. Aber das seht ihr da nachher, wenn wir es zusammensetzen.
So, was ihr auch noch braucht, ist ein Magnet. Der hängt hier drunter. Den habe ich jetzt hier gar nicht mit aufgeführt. Dann brauchen wir die Falthalterung. Und zwar braucht ihr dafür 4 Stücken in 11,5 x 6 cm. Und das Ganze falzt ihr, dass ihr euch das so anlegt, dass die kurze Seite gefalzt wird. Und zwar bei 1,5 cm, bei 3 cm und bei 4,5 cm. Und auch bei dem Ding, genau das gleiche, habe ich eine Plotter-Datei erstellt. Also wer Interesse hat, ich werde sie wahrscheinlich einfach unten in die Infobox zum Download für euch reinpacken. Genau, und wie gesagt, 4-mal braucht ihr das Ganze. So, und dann haben wir auch schon das letzte Stückchen Farbkarton, was wir noch brauchen, und zwar unseren Verschluss. Und den braucht ihr einmal in 4x14 cm. Und das Ganze falzt ihr bei 5 und bei 7,8 cm. Und bei den 5 cm, die dann hier vorne überbleiben, da rundet ihr euch die Ecken ab. Ich habe das jetzt hier mit meinem Eckenabrunder gemacht. Und man kann auch, das passt tatsächlich sehr schön, man kann auch dieses Teil hier noch mit reinmachen. Und ich hatte es den einen Tag gemacht und dann war trotzdem der Magnet immer noch schön darunter verschwunden. Aber das habe ich beim DSP gemacht, fällt mir gerade ein, und nicht bei dem Ding. Aber egal. So, okay, und dann kommen wir auch schon zum DSP. Und hier haben wir auch einen ganzen Stapel. Und hier kommt jetzt drauf an, was für eine Variante ihr machen wollt. Hier habe ich zum Beispiel mein Cover vorne in einem kompletten Teil gemacht. Man kann aber auch, habe ich es hier irgendwo gemacht? Ja, hier. Man kann aber auch aus Resten sich eine Seite einfach zusammenstückeln. Und dann nehmt ihr euch einfach nur Restteile, die ihr halt von den anderen über habt, und macht die euch aneinander. Das funktioniert natürlich auch. Das kann jeder machen, wie er möchte. Und ich habe mir an DSP von Action diese Sachen hier geschnappt. Das sind irgendwelche alten Blöcke. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Bei dem hier finde ich es mega schade. Also wenn den noch mal jemand hat und mit mir mal gerne Tauschpost machen würde. Ich bin wirklich scharf auf diesen Block hier, weil ich liebe diese Holzoptik. Und ja, bei dem hier gilt das Gleiche. Finde ich nämlich auch mega schön. Der hat super schöne Papiere und ich denke mal, den gibt es nicht mehr. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also bei DSP, wie gesagt, für eure Seiten braucht ihr entweder 6 Stück in 12 x 20,5 cm, um eben die ganze Seite voll zu machen. Oder wenn ihr sagt, nö, ich möchte bei 2 Seiten gerne stückeln, dann nehmt ihr nur 4 in dem Maßen 20,5 x 12 und füllt eben dann die restlichen 2 Seiten mit euren Resten, so wie ich es dann halt hier auf dieser Seite gemacht habe. Okay, hier habe ich mich jetzt entschieden, dass ich 6 Seiten komplett machen möchte und habe mir 4 von diesen hier gemacht. Und dann einmal für vorne und einmal für hinten 2 verschiedene Papiere. Okay, als nächstes brauchen wir für unsere Ecken, was ich ja vorhin schon gesagt habe, hier für diese Teile, brauchen wir auch DSP. Und zwar brauchen wir hier 2 x 11,7 x 11,7 cm. Und dann machen wir genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ihr nehmt euch euer Schneidebrett, nehmt euch eure Schneideklinge, sie so etwa in die Mitte, legt die Ecken hier schön in diese Rille hinein, dass beide Seiten schön in der Rille sind. Und dann fangt ihr in der Mitte an, schneidet einmal nach dort und fertig habt ihr 2 Teile. Ja, und das macht ihr eben 2-mal, so dass ihr 4 Stück habt. Könnt ihr natürlich in verschiedenen Farben machen. Ich habe sie jetzt in einer Farbe gemacht. So, noch 2 Teile, beziehungsweise für 2 Teile brauchen wir noch DSP. Und zwar für den Verschluss brauchen wir 2 Teile in 4,5 cm mal 3 cm sowie 2 Stücken in 3 mal 2,5 cm. Das ist dann einmal für hier und für diesen und für dieses.
Ja, und auch diese hier müssen wir natürlich abrunden. Und das mache ich wieder hier mit meinem Teilchen hier. Ja, und hier könnte man jetzt eben auch diese Form reinmachen, wenn man das möchte. Das funktioniert. Der Magnet bleibt trotzdem verschwunden darunter, weil nämlich genau hier drauf dann unser Magnet kommt. Und damit verstecken wir quasi den Magneten. So. Und ich glaube, ich habe euch hier gerade Mist erzählt, weil der muss nämlich 3,5 cm sein und nicht 3. So, wunderbar. Wieder Pleiten, Pech und Pannen. Nein, sowas passiert eben. Und solange wie es nur das ist, so 3,5 cm. Und bei dem anderen sind es aber 3. Da lege ich es jetzt nochmal an. Sind auch 3,5. Seht ihr, habe ich euch komplett Quatsch erzählt. Also können die hier alle mal komplett weg. Und wir machen die uns einfach nochmal. Und dann radiere ich das hier vorne auch gleich nochmal weg. 3,5. So, und zu guter Letzt dann noch ein einziges Stück. Und zwar, um später den Magneten vorne auf der Seite hier zu verstecken, könnt ihr entweder den Magneten, so wie hier, direkt gleich unter das große DSP machen. Da ich mir hier aber auch einfarbig gemacht habe, so wie hier, möchte ich das diesmal nicht einfarbig haben und habe mir hier ein Stück zurechtgeschnitten in 12x Fragezeichen. Das könnt ihr so breit machen, wie ihr wollt. Hauptsache euer Magnet, je nachdem wie groß der ist, verschwindet darunter. Und 12 ist eben hier die Breite. Und das werde ich dann so mir aufkleben, denke ich. Genau, und dann werde ich das eben schön in die Mitte positionieren, dass eben der Magnet dann da genau drunter hängt. So. Ja, und dann fangen wir jetzt an mit unserem Zusammenbasteln. Und dafür packe ich hier meine ganzen DSP-Sachen einmal komplett an die Seite. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Sondern wir beginnen jetzt mit unseren beiden Seiten. Und zwar kleben wir uns auf die Klebelaschen hier jeweils wirklich stark haltendes Klebeband drauf. Und dafür nehme ich dieses hier. Das bekommt ihr günstig bei Dieters Schnäppchenwelt. Guckt mal bei Facebook, da hat er eine Gruppe. Und ich nehme das hier, das ist ein Zentimeter breit. Dann brauche ich nämlich nicht so oft und sehr viel kleben. Und da klebe ich mir jetzt auf beide Seiten jeweils zwei Streifen genau nebeneinander. Und dann hält das bombenfest. Also wenn dieses Klebeband, wenn das erstmal festgedrückt ist und klebt, dann klebt das wie verrückt. Das kriegt man dann so einfach nicht mehr ab. Deswegen muss man auch vorher immer gut überlegen, ob man auch wirklich richtig klebt. So. Einmal und dann nehme ich mir auch immer mein Falzbein, weil ihr seht vielleicht, das hat hier noch so einen milchigen, sieht hier noch so milchig aus und hier ist es zum Beispiel schon festgedrückt und da ist es nämlich schon dunkler und das mache ich jetzt einmal. Ich gehe hier einmal drüber und dann sieht man nämlich, wie das dunkel wird und jetzt haftet das auch richtig hier an meinem Papier. So, und auch so eine kleine Delle kriegt man dann nochmal wieder rausgestrichen. So. Und das Gleiche mache ich eben auch auf dieser Seite. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich gerade gewundert, warum ich jetzt nicht vorgespult habe oder das übersprungen habe, wie ich das zweite mache. Ich dachte mir, ich mache das mal so in Echtzeit und lasse mir da auch einen kleinen Moment Zeit, damit ihr eben in Ruhe die Schritte auch mitmachen könnt und nicht immer Pause machen und vorspulen und zurückspulen. So, und jetzt nehmen wir uns diese
Coverseite hier, nehmen uns unsere Klebeseite. Nehmt euch am besten einen spitzen Gegenstand, um das Klebeband hier abzufummeln. Das kann nämlich manchmal echt ein bisschen dauern und ätzend sein. Ja, und auch das lasse ich jetzt hier in Echtzeit laufen. Wenn ihr schneller seid, dann müsst ihr jetzt eine Sekunde auf mich warten. So. Und jetzt klappe ich mir das Ganze hier um. Und dann gucke ich, dass ich hier wirklich schön an die Ecken gehe. Also ich halte mir das hier so fest, dass ich das nicht gleich klebe. Und dann muss ich jetzt hier leider mit meinem Kopf ins Bild und muss gucken, dass ich hier schön an die Ecken komme. Und wenn ich der Meinung bin, ich habe es ganz sauber dran, dann lasse ich los und ziehe mir das Ganze glatt. Und dann kann ich gucken, ob ich recht hatte. Jawohl, sieht gut aus. Und jetzt klappen wir uns diese Seite nach hier um. Und machen theoretisch dasselbe mit dieser Seite hier. Also wieder erstmal die Kleber abfummeln. Jetzt wollte ich gerade sagen, das läuft ja gut heute mit dem Klebeband und da hakt's. So, jetzt habe ich es aber. Okay. Ja, und das gleiche Spiel wieder. Das hier schön nach hinten biegen, an den Ecken festhalten und dann eben gucken. Hier müsst ihr wirklich gucken, dass ihr sauber arbeitet. Sonst kommt ihr nachher schief und dann ärgert ihr euch. Also gehe ich hier auch einmal mit dem Kopf ins Bild, damit ich hier auf jeden Fall sauber arbeite. Das ist wirklich manchmal ein bisschen fummelig, also lasst euch da nicht ärgern und entmutigen. Ihr könnt auch von der Seite, manche Leute können es von der Seite hier besser, nur weil das hier schon ziemlich hoch ist, müsst ihr da echt gut aufpassen. Ich mache es, glaube ich, lieber so rum. So, vielleicht mache ich hier auch viel zu viel Getue drum, aber ja, wie gesagt, wenn das Zeug einmal klebt, dann kriegt man es nicht mehr ab und wenn man dann nicht sauber gearbeitet hat, dann ärgert man sich. So, jetzt funktioniert es aber. So, und das Ganze kleben wir jetzt, klappen wir wieder hier rum. Und jetzt haben wir theoretisch schon unsere Seiten. Und das hier werden dann später die Innenseiten der Taschen. Ja, ich habe jetzt hier natürlich überall drauf geschrieben. Vielleicht werde ich mir hier einfach ein bisschen DSP nachher reinkleben, damit man das nicht mehr sieht. Und ja, hier kleben wir ja sowieso was drüber, da ist es nicht so schlimm. So, das kann jetzt da immer so rübergeklappt werden. Ja, und das ist dann quasi später unsere Rückwand hier hinten, die dann verstärkt wird. So, und jetzt können wir uns als erstes eine von unseren Seiten schnappen. Nehmt euch Klebemittel. Und dann nehmt ihr euch eure Innenseiten, also nicht vorne oder hinten, also nicht die Cover, sondern diese Seiten. Und macht euch hier auf diese Klebelaschen Kleber drauf. Aber von, einen Moment, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, nicht, dass ich jetzt hier einen Denkfehler habe. Genau, nach innen, also nicht hier auf das Äußere, sondern auf die Innenseite. Da kommt einmal Kleber hin und da auch. Genau. Und dann nehmt ihr euch eure Ecke, guckt auf welche Seite das soll. Also bei dieser Seite hier soll die Ecke hier hin und auf der Seite soll sie dann dorthin. Und dann fange ich an und lege mir hier mein DSP so rum rein, dass quasi die schöne Seite die hässliche Seite anguckt. Und drückt mir das Ganze hier ordentlich fest. Müsst ihr ein bisschen drüber streichen, bis das vernünftig angezogen ist. Kommt natürlich auch darauf an, was für einen Kleber ihr nehmt. Wenn ihr den Fast
Tacky Glue nehmt, dann geht es noch einen Tucken schneller. Aber der ist mir ehrlich gesagt zu schade für solche Papierarbeiten. So, und wenn wir das jetzt hochnehmen, dann haben wir hier nämlich schon die Tech-Tasche und dann können wir unser DSP hier auf unsere Seite aufbringen und wir haben hier überall einen kleinen süßen Rand. Ja, und das könnt ihr jetzt entweder auch mit dem Flüssigkleber machen oder zum Beispiel mit dem Snail. Dann kommt es aber auch ein bisschen drauf an, was ihr später in die Tech-Taschen hineintun wollt. Und ja, wie viel Halt ihr quasi für eure Seiten braucht. Und bedenkt, bei Flüssigkleber könnt ihr noch ein bisschen hin und her schieben. Ist bei doppelseitigem Klebeband natürlich dann ein bisschen schwieriger. So, ich gucke jetzt, dass ich hier gut überall den Abstand habe und klebe es mir hier jetzt einmal rein. Ja, der Vorteil ist, man hat eben, wenn man vernünftig an den Seiten geklebt hat, ist es an den Seiten trotzdem schön verklebt und man muss nicht vielleicht nochmal abmachen, nochmal Kleber drunter schieben. Und ja, der andere Vorteil ist, es geht natürlich sofort trocken. Ne? Man muss jetzt nicht warten, bis es trocken ist. Genau. Wie gesagt, achtet nur drauf, wenn ihr wirklich in die Tech-Taschen ein bisschen schwerere Sachen reinmacht, dann würde ich eher Flüssigkleber nehmen, weil der dann doch ein bisschen besser hält. So, und das Ganze machen wir jetzt viermal. Ja, und ich lasse einfach wieder ein bisschen Musik laufen, damit uns nicht so langweilig wird. Und ja, dann hören wir uns, wenn wir fertig sind.
So, ich habe jetzt meine vier Innenseiten alle aufgeklebt und jetzt habe ich noch diese Seite hier, die ich auf jeden Fall aus Resten mache. Diese Seite hier, wo ich dann später die Verstärkung mache und dann auch noch mal ein DSP brauche. Und ganz am Schluss kann ich mir dann überlegen, wie ich meine Front- und meine Rückseite dekorieren möchte. Also ihr braucht insgesamt vom DSP, am Anfang hatte ich ja gesagt 6 Seiten, stimmt aber nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und theoretisch 7 und 8. Aber wie gesagt, die könnt ihr euch aus Resten zurechtstückeln. Also ich werde mir diese beiden Seiten hier sehr wahrscheinlich aus Resten zusammenstücken, beziehungsweise wahrscheinlich diese und diese. Aber schauen wir mal. Und was ich auch noch vergessen habe, wir brauchen auch noch DSP für hier und für hier. Das machen wir dann aber gemeinsam, das habe ich jetzt einfach vergessen. So, hier haben wir wie gesagt die Verstärkung für unseren Rücken. Und jetzt nehmt ihr euch ein Stück DSP, was ihr da hinten rein haben wollt. Und dann nehmt ihr euch euren Block. Ich habe jetzt hier keinen mehr, deswegen muss ich den hier gerade mal entwenden. Dieser Block hier ist 7 cm breit. Das lege ich kurz mal an die Seite. Dann nehmt ihr euch euer Schneidebrett. Und ich lege mir das gerne bei 2 cm an, oben. Vom Abstand her finde ich das ganz okay, bei 2 cm. Und dann habe ich auch eine saubere, gerade Kante, wo ich es dann schneide. Wie gesagt, das Ganze ist 7 cm und unser Teilchen hier ist 12 cm. Das heißt, wir brauchen... Also 6 ist dann auf jeden Fall schon mal die Mitte. Und um dann 7 zu bekommen, würde ich jetzt 3,5 in diese Richtung gehen und 3,5 cm in diese. Also einmal hier bis 1, 2, 3,5, 9,5 und dann von 6 bis 2,5. Und dann passt dieser Block nämlich da wunderbar rein. Und damit ihr es noch mal ein bisschen leichter habt beim Rein- und Rausmachen, nehme ich mir hier die Handstanze, die ich ja jetzt endlich habe, und gehe genau an die Ecke, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, also genau hier ans Ende von dieser Linie, von dieser Schneidkante, so dass das Ding genau die Mitte trifft von der Linie. Und mache mir hier ein Loch und hier ein Loch. So. Na, zack. Und dann sieht das Ganze so aus. Und jetzt kann man nämlich dieses Pappteil hier hinten von dem Ding hier viel besser reinmachen, von dem Block, und hat hier genug Spiel. So. Und dann habt ihr hier die Löcher hier so ein bisschen an der Seite und habt eben genug Spiel, um den locker rein und raus zu machen. Wenn wir das Ganze jetzt umdrehen, dann sieht es so aus. Und ich möchte jetzt, hier ist meine Verstärkung, ich möchte jetzt Kleber, und zwar guten Kleber, der auch vernünftig hält, einfach nur schön nah am Rand einmal aufbringen. Auch nicht zu wenig. Ihr müsst halt darauf achten, dass ihr wirklich genug Abstand zu diesem hier lasst, weil ihr sonst den Block mit festklebt und dann könnt ihr den später nicht mehr austauschen. Also hier einmal ordentlich zack dran lang kleben. Und jetzt schnappe ich mir das Ganze und passe dabei auf, dass mir mein Block nicht verrutscht. Also halt den weiterhin fest. Und klebt das Ganze dann mit ein bisschen Abstand und deswegen auch Flüssigkleber, damit ich es noch ein bisschen hin und her schieben kann. Schön nur die Ränder fest und versuche auch das gar nicht weiter nach innen zu streichen, sondern wenn, dann eher nach außen. Dass halt wirklich die Ecken und die Kanten gut kleben.
Ja, und das ganze Teil kommt jetzt einmal hier auf die komplette Seite. Das hat auch das Maß von der kompletten Seite. Und auch das mache ich mir mit Flüssigkleber, damit das nachher wirklich vernünftig hält. So. Einmal gut an den Rändern lang gehen. Und, ups, da war nichts mit Kleber. Ja, und dann nochmal hier wild in der Mitte ein paar Schleifen drehen, dass man überall Kleber hat. So, und dann schnappe ich mir das Ganze und klebe mir das hier gut an die Kante. Also ich gehe jetzt hier quasi an die Falzlinie und setze es genau an der Falzlinie an. Und dann schiebe ich es noch ein bisschen hin und her, dass es wirklich gut überall sitzt. Und der Kleber, der rauskommt, der wird einfach nur abgestrichen und dann ist gut. Lieber ein bisschen zu viel Kleber, es kommt was raus und ihr müsst was wegstreichen, als wenn ihr nachher zu wenig habt und das hält nicht. Ja, und dann könnt ihr auch hier auf dem Block mal ein bisschen drücken oder ihr könnt ihn auch hochklappen und hier festdrücken, damit hier wirklich alles gut hält. Ja, so, und das war schon unsere Rückseite. Jetzt können wir uns dieser Seite hier widmen und hier können wir jetzt mit DSP einfach ein paar Reste uns schnappen oder wir können ein bisschen neues Papier uns raussuchen, vielleicht auch mal zur Abwechslung. Oder wie gesagt, wir nehmen jetzt hier einfach unsere Reste, gucken, was passt von der Länge noch. Das hier passt noch. Und dann schneiden wir uns einfach ein paar Reststücke zurecht und kleben das in unser Büchlein. So, was hier zum Beispiel auch gut passt, glaube ich, ist dieses Stück hier. Das spiegelt sich zwar sonst bisher noch nirgendwo wieder, aber das können wir ja dann bei der Deko verwenden. Und dann spiegelt es sich ja auch wieder. So. Ja, und hier müsst ihr halt jetzt drauf gucken. Also die Breite könnt ihr ja theoretisch selbst entscheiden. Ihr müsst halt einfach immer nur gucken. Also die Länge könnt ihr selbst entscheiden. Die Breite sind halt immer 12 cm. Und dann schaut ihr, dass ihr euch immer 12 cm zurechtschneidet und dann habt ihr hier eben eure Deko. Ups, ist mir hier ein bisschen verrutscht. Genau, so. Ja, und jetzt würde ich die beiden Teile erstmal aufkleben und mir dann ausmessen, wie viel Platz ich nach hier oben noch habe. Das mache ich jetzt gerade mal. Oder ich glaube, ich nehme hier jetzt mal den, weil das jetzt gerade einfach mal ein bisschen schneller geht. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, nö, das ist mir zu viel Aufwand und da habe ich keine Lust zu, dann nehmt ihr euch eben ein fertiges. Achtet nur darauf, dass ihr eben auch hier ein bisschen Rand lasst. Das hier genau an und dann hier das nächste Stück und hier messe ich mir jetzt einmal aus. Das sind jetzt hier noch 8 cm, also schneide ich mir 7,5 mal 12. Mal durch da, also einmal 12 und dann 7,5. Oh, jetzt habe ich den abgerissen, das ist nicht so schön. Ach nee, komm. Jetzt ist er hier unten drin verschwunden. Ja, also wenn ihr hier noch rumbastelt, dann nehmt euch am besten euren Block raus, dass euch das nicht passiert. Das ist jetzt ärgerlich. So, ja, und dann klebe ich mir dieses Teil hier noch aus. Sieht doch ganz süß aus.
zu. Hier gehe ich wieder einfach an die Kanten. Und komischerweise habe ich hier oben jetzt so viel Platz. Weiß ich gar nicht warum. Ist nicht so schlimm. Ach so, ich sehe es, weil ich hier unten zu nah am Rand geklebt habe. Aber nicht so schlimm. Da kommt dann ein bisschen Deko drüber und dann ist wieder gut. So, jetzt messen wir uns das Teil hier einmal aus. Und das hier ist 3 mal 21. Und dann nehmen wir jetzt 2,5 mal 20,5. Und da möchte ich jetzt mal hier dieses... Ach nee, finde ich nicht so schön, weil ihr seht ja, die Herzen gehen so rum. Und dann würden sie so gehen, das möchte ich nicht. Dann nehme ich mir hier wieder eine Holzoptik. Und zwar eine, die dann so gestreift ist. Dies hier ist mir zu dunkel. Aber das hier ist doch schön. Passt das von den Farben her? Hm, geht. Haben wir noch ein anderes vielleicht? Na, das ist noch dunkler. Ich glaube, das passt noch weniger. Ja, dann nehme ich lieber das helle. So, und wir haben gesagt, es ist 3 mal 21, das heißt 2,5. Das messe ich mir wieder da oben ab, weil das einfacher für mich ist. 2,5 mal 20,5. So, und das kommt dann hier rein. Und weil ich das hinten am Cover, glaube ich, genauso machen möchte, nehme ich mir hier gleich nochmal das gleiche Maß. 2,5 mal 20,5. Und da schneide ich auch das dunkle hässliche weg und dann wird das meine andere Seite sozusagen. Und dann klebe ich mir jetzt das hier erstmal ein. So, und hier jetzt gucken wegen dem Rand. Okay, supi, das sitzt. So, jetzt möchte ich mein Frontcover hier einmal festkleben. Ja, und jetzt müsst ihr eben überlegen, ob ihr euer Magnet jetzt direkt unter diese Seite kleben wollt oder ob ihr später einen Streifen drüber kleben wollt, um das Ganze zu verstecken. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ihr darüber nachdenken müsst, weil dann müsst ihr das jetzt nämlich noch nicht ankleben. Mal bitte, ich geh noch mal ab. Ach, hier ist irgendwas schief. Oh, es ist doch schon wieder der Wurm drin. Komm. So. So, das Vorderteil ist dran, unsere Seiten, das hier ist auch dran. Hier wird natürlich theoretisch nichts dekoriert, weil das sind ja später die Taschen. Und jetzt kommen wir zur Rückseite und zwar brauchen wir jetzt unsere Klappe hier hinten. Und da machen wir es am besten so, wir nehmen uns ein Lineal, das sind 21, also brauchen wir 10,5. Das ist unsere Mitte. Und da machen wir uns hier einfach nur ein ganz kleines Pünktchen. Und das hier ist ja unsere Klebelasche. Und die will ich jetzt natürlich so rum aufkleben, damit das hier verschwindet. Und dann klappe ich mir das hier
Wartet mal kurz, muss gerade überlegen, so will ich es aufkleben, das heißt, ein Moment, Entschuldigung, so aufkleben, nee, ich muss hier, genau, und dann klappe ich es mir, also, so klappe ich es mir nach hinten und dieses hier sind 4 und mache mir eine Markierung bei 2 und jetzt lege ich mir das hier so an. Mache mir meinen Kleber drauf, vorher natürlich. Und auch hier nehme ich wieder Flüssigkleber, weil das wirklich gut halten soll. Wobei das auch echt gut hält, muss ich dazu sagen. Aber um sicher zu sein, nehme ich lieber das. Okay, so und jetzt nehme ich hier quasi nur diese Bleistiftmarkierung und gucke, dass ich so ungefähr in einer Linie bin mit diesem Bleistift. Und dann klappe ich das Ganze hier einfach nur um und schiebe mir das eben hier schön zurecht, dass der Rand dran bleibt. Jetzt könnt ihr euch das einmal so rumklappen, um zu gucken, ob das dann alles passt. Dass hier so viel Abstand ist, das ist normal, weil es soll ja später auch ordentlich was in die Taschen passen. Also das ist dann quasi später wie so ein Buch. Also es ist schon ein bisschen dicker. Ja. Und das ist das. Und jetzt schnappe ich mir meinen Magneten. So. Ja, komm mal raus. So, und dann nehme ich hier 2 selbstklebende Magneten. Zack. Zack. Jawohl. So, und den ersten Magneten mache ich das Klebeding hier schon mal ab und den mache ich mir hier ziemlich in die Mitte und klebe mir den hier fest. Den zweiten packe ich mir hier drunter und dann nehme ich mir jetzt irgendwas ein bisschen dickeres und packe mir das hier rein, damit ich hier schon ein bisschen Abstand habe, dass ich später eben dann auch wirklich genug reinmachen kann, dass der Magnet jetzt an die richtige Richtung, an den richtigen Platz kommt. Guckt jetzt, dass ihr das Buch schön gerade zusammenklappt, auch wenn ihr da was reingetan habt. Und dann drücken wir den Magneten einmal fest. So, jetzt machen wir das Ganze auf und wie gesagt, entweder klebt ihr jetzt euer DSP drauf und habt es dann eben so wie ich es hier habe, dass es einfach nur eine komplette Seite ist. Ich habe mir ja vorhin einen Streifen zurechtgeschnitten, mit dem ich hier meinen Magneten verstecken möchte. Und den klebe ich mir jetzt hier drauf und fertig. So. Und auch das mache ich jetzt hier mit Flüssigkleber, weil ich dann hier gleich noch ein bisschen hin und her schieben kann und runterdrücken kann. Und das ist immer ganz praktisch, weil der Magnet ja ein bisschen höher ist. Und dann kann man das besser drunter machen. So, jetzt gucke ich, dass der Magnet hier etwa mittig unter meinem Papier ist. Und dann habe ich nämlich auch das Teil schön in der Mitte. So, hier beim Magneten und auch am Rand überall schön festdrücken. So, und ja, fertig ist das Ganze. Und dann können wir als nächstes unsere Rückseite dekorieren, so wie dieses hier. Hierfür habe ich mir ja die Teile schon zurechtgeschnitten und jetzt habe ich ja gesehen, jetzt habe ich ja hier vorne das Rosa. Also tausche ich das jetzt, dass ich hier das Teil drauf klebe und innen dann das Rosa. Das mache ich jetzt mal als erstes. Und keine Angst, auch trotz des ganzen Klebebands hält der Magnet noch gut.
rosane, dann einmal ich muss meins jetzt hier ein bisschen weiter nach vorne schieben, weil ich ja da vorhin diese Dekolöcher da reingemacht habe, dass die jetzt ein bisschen verschwinden. So, und ihr seht, es hält trotzdem noch gut mit dem Magneten. Ja, und dann können wir die beiden Stücke hier noch aufkleben. Ich weiß nicht, was das hier jetzt noch ist. So, einmal dieses hier. Könnt natürlich auch auf beiden Seiten das gleich machen. Das kann ich jetzt auch mal machen, weil hier ja auch blau ist und dann gleich daneben wieder blau, finde ich vielleicht nicht so schön. Dann mache ich das jetzt mal so, dass ich hier bei beiden Stücken rosa mache und außen bei beiden Stücken blau. Ja, das macht ja sowieso jeder nach seinem Geschmack und da nimmt ja auch jeder ganz anderes DSP und der eine mixt vielleicht noch ganz bunt und der andere hat alles in einer Farbe und das ist ja alles Geschmackssache. Da macht ja jeder, was er will. So, genau. Ich mag das immer, wenn alles ein bisschen zusammenpasst und ein bisschen einheitlich ist. Ja, ihr seht, unsere Seiten müssen wir natürlich auch noch mit DSP bekleben. Das machen wir auch gleich noch. Und ich nehme jetzt aber hier erstmal außen den Rand und klebe den einmal fest. Und wenn mit dem DSP mal irgendwas nicht klappt oder das mal nicht so klebt wie soll oder ihr euch ein bisschen verschnitten habt, so ein paar Millimeter, das ist alles kein Weltuntergang. Das kann man alles am Ende mit der Deko noch ein bisschen korrigieren. Macht euch da nicht verrückt. Ihr sollt Spaß haben an der Sache. Und wenn es mal nicht so perfekt ist, ja mein Gott. Dann überklebt man es mit irgendeiner Deko und genau das wird es einzigartig machen. Und das ist ja immer das Schöne an den selbstgemachten Sachen, also finde ich zumindest, dass man immer diese Einzigartigkeit hat. So, jetzt klebe ich hier noch meine Ecken ein. Ja, hier müsst ihr wirklich drauf achten. Bei dem Muster ist es hier jetzt völlig egal. Ich zeige euch das mal, einfach nur zum Demonstrieren. Bei dem Muster ist es völlig egal, ne? Weil die Rosen ja eh in alle Richtungen zeigen. Wenn ihr aber ein Muster habt, was jetzt zum Beispiel so zeigt und ihr habt es hier in der Mitte geschnitten, dann würde die nächste Seite so rum sein und das sieht dann natürlich doof aus. Dann müsst ihr entweder auf einer Seite eins machen, wo was in alle Richtungen zeigt und das eben dann auf diese Seite aufbringen, so dass ihr eben die untere Ecke quasi da habt, nicht dass ihr das dann so rumdrehen müsst. Und ja, genau, also da solltet ihr drauf achten. Bei Mustern ist es halt ein bisschen doof. So, und hier mache ich das jetzt auch mit dem Kleber, damit ich ein bisschen schieben kann. Und gucke natürlich, dass ich hier auch gut Kleber in die Ecken mache. Also lieber, dass euch ein bisschen Kleber rausläuft und ihr das wegwischen müsst, als wenn ihr zu wenig habt und dann nachher nicht richtig in die Ecken, es da nicht richtig klebt, das ist dann ärgerlich. So, ja, da, überall. Schön festdrücken und auch das mache ich wieder in Echtzeit mit allen vier Ecken und lass wieder Musik laufen. Thank you.
ja, ich bin fertig und jetzt brauche ich wirklich nur noch meine hintere Seite. Und da ich hier natürlich viel mit dem Dunklen gearbeitet habe, also mit dem Blau, werde ich hier mit dem Rosa arbeiten. Das heißt, wenn ich noch was davon habe, muss ich mal gucken, weil dieser Block, der war halt schon angefangen. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, ob ich davon überhaupt noch ein Blatt habe. Ich glaube nämlich nicht. Das wäre ein bisschen schade. Ja, ich habe es befürchtet. Ich habe nur noch das Blaue, aber das ist nicht so schlimm. Ich gucke gleich mal, was ich noch an Rest habe von dem Rosanen. Na komm, und dann stückle ich mir vielleicht noch irgendwas zurecht. Aber ich habe hier wirklich nur so einen Mini-Streifen. Und der reicht, glaube ich, nicht mal mehr. Nee, der hat noch nicht mal mehr die 12 cm. Ja, schade, schade, schade. Aber so ist es halt manchmal. Upsi. Okay, so. Dann schneide ich mir den wieder auf 20,5. Zack, mal 12. Ja, und das ist ja nur der Buchrücken, deswegen ist es jetzt auch nicht so wild, finde ich. So, ich mache es diesmal aber wieder mit Nasskleber, weil vorhin mit dem Cover, da ist mir das so ein bisschen verrutscht und da habe ich mich echt geärgert. Und deswegen mache ich das jetzt hier, da kann ich dann wenigstens ein bisschen schieben. Das ist doch schon besser, so. Gerade bei diesen Seiten, ne, bei... Ja gut, bei der Rückseite jetzt vielleicht nicht mehr so schlimm, bei der Frontseite wäre es schlimmer, also ist es schlimmer. Weil man da dann noch schieben kann und hinten, ja, wer guckt schon aufs Buch, auf den Buchrücken, ne? Da gucken doch die wenigsten drauf. Und so kann man hier jetzt noch schön schieben. Das hätte ich mir vorhin für meine Vorderseite gewünscht, aber gut, jetzt ist es so, wie es ist. So. Ja, unser Buch ist theoretisch fertig und jetzt würde es dann quasi ans Dekorieren gehen. Das stimmt gar nicht, wir sind ja noch gar nicht fertig. Das Wichtigste fehlt noch und zwar unsere Falthalterung. Und die klappen wir jetzt wie Mundharmonikas immer entgegengesetzt um, dass wir so ein M bzw. ein W erhalten. Und das machen wir mit allen vier Teilen. 2, das geht auch ganz fix, 3 und 4 und wie gesagt, jeder, der einen Brother Plotter hat, guckt mal unten in die Infobox, da werde ich einen Link machen, wo ihr euch das runterladen könnt, dann könnt ihr es euch einfach ausplotten. So, und jetzt brauchen wir wieder unser festes Klebeband. Und jetzt müssen wir darauf achten, diese gefaltete Mittellinie muss immer nach innen zeigen. Also das, was quasi offen ist, muss nach außen zeigen. Das bedeutet, wir müssen oben das Ganze so ankleben, dass es aussieht wie ein M. Mit dieser Seite hier hin und das ist hier quasi das M. Und hier unten muss das Ganze dann aussehen wie ein W. Und dann wird es so rum hingeklebt. Und das machen wir jetzt erstmal. Bestücken wir alle unsere gefalteten Teile oben sowie unten außen mit sehr stabilem Klebeband. Und das mache ich wieder in Echtzeit mit Musik.
Wenn ihr jetzt überall welche aufgeklebt habt, dann zieht ihr euch das Ganze wieder fest. Und ihr seht, hier habe ich zwei kleine Streifen. Meine Rolle hat hier nicht mehr ganz gereicht. Ich wollte jetzt nicht aufstehen und eine neue holen. Ja, wie gesagt, wenn ihr diese Breite gar nicht habt, dann nehmt ihr eben zwei Streifen von dem schmalen. Dann ist das halt so. Und ja, überall, wie gesagt, drückt euch das gut an. Umso besser ihr das angedrückt habt, umso besser lässt es sich nachher von der Trägerfolie lösen. Und umso besser hält es natürlich auch auf eure Arbeit. Ja, und das sind halt immer die Sachen, die wirklich stabil sein müssen. Und wenn die dann nicht halten, dann ist das total ärgerlich. So, und ich beginne jetzt gleich mit dem hier, was hier am meisten Arbeit wahrscheinlich machen wird, weil es hier zwei so eine Klebedinger hat. Und mache jetzt mit euch die eine Seite. Und bei der zweiten lasse ich dann wieder Musik laufen. Also wir erinnern uns, es muss ein M sein. Das heißt, das hier muss jetzt nach unten, dass diese offene Seite nach außen zeigt. Und jetzt klappe ich mir das Ganze einmal auf, dass ich hier meine Rückseite habe und hier meine beiden Innenseiten. Und jetzt gehen wir hier direkt hinter diese Falzlinie. Da setzen wir an und gucken, dass wir ganz hier am Rand bleiben. Da setzen wir es an und dann bleiben wir am Rand und drücken uns das Ganze schön fest. Da können wir auch ohne Probleme unser Falzbein zur Hilfe nehmen und das ordentlich festdrücken. Und dann die andere Seite einmal abziehen und wir erinnern uns, es soll ein W sein, also die offene Seite wieder nach außen zeigen. Und genau das gleiche hinter dieser Falz und wirklich schön am Rand. Umso mehr ihr am Rand bleibt, umso größer wird eure Tasche. So, und wieder schön fest drücken das Ganze. Und jetzt lösen wir uns hier wieder unsere Trägerfolie. Und zwar auf beiden Seiten diesmal. Und jetzt nehmen wir uns einfach unser Büchlein, drücken hier unten das ein bisschen zusammen und falten das Ganze einmal zusammen und drücken es schön fest. So, und dann klappen wir uns nur noch eine Seite auf. Die andere geht ja jetzt nicht mehr aufzuklappen. Da ist jetzt unsere erste Tasche entstanden. Und genau das Gleiche machen wir hier jetzt auf dieser Seite nochmal. Und ich lasse wieder Musik laufen und bastle einfach mit euch mit. Auch hier habe ich jetzt die Kleber festgemacht und wieder unten zusammendrücken und das Ganze schön festdrücken. Ja, und das war es jetzt aber wirklich. Das ist jetzt unser fertiges Täschchen. Also Klappe auf, eine Seite, zweite Seite, dritte Seite, vierte Seite, eine komplette Deko-Seite und hier unsere zwei Taschen. Hier unser Blockteil und ihr erinnert euch, bei mir ist hinten das festere Pappding abgegangen. Das ist aber nicht so schlimm. Ihr könnt dann einfach hier die letzte Seite nehmen und die dann reinschieben. Das funktioniert auch, das reißt dann nur noch schneller ab, ne? Ist ja klar. Aber theoretisch funktioniert das ganz genauso. Also das ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ja.
Und dann geht's ans Dekorieren. So, ich musste erstmal rasch aufräumen. Ich kann das immer nicht aushalten, wenn dann hier noch alles voll liegt. Also, wie gesagt, jetzt fehlt nur noch das Dekorieren. Und ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt nicht mit euch zusammen. Das kann jeder schön für sich selbst machen. Und wer Lust hat, mit dem würde ich das fertig Dekorierte und ein bisschen Befüllte, befüllt meine ich, dass man hier ein paar Goodies reinpackt und hier und hier. Und zwar jetzt nicht eher Tauschwert 20, 30 Euro, sondern wirklich Kleinigkeiten, vielleicht ein paar selbstgestanzte Sachen oder ein paar Chipboards oder weiß ich nicht, ein paar Sticker. Also jetzt nicht mega teure Sachen, sondern einfach nur ein paar kleine süße Goodies, wo man sich drüber freut. Damit würde ich es bestücken, nachdem es fertig dekoriert ist. Und wer sich meldet und Lust hat, mit dem würde ich dann einen Tausch machen. Ganz einfach. Ihr bastelt mir auch so ein Büchlein. Wenn ihr so einen Blog nicht habt, ist das überhaupt kein Problem. Ich bekomme demnächst ein paar von den Blöcken und dann mache ich mir da selber einen rein. Gar kein Problem. Aber ansonsten bastelt ihr eben auch so eine Tasche hier und dekoriert und befüllt sie und dann tauschen wir. Also ihr bekommt dann dieses hier fertig dekoriert und befüllt und ich bekomme eins von euch fertig dekoriert und befüllt. Ja, und wer dazu Lust hat, guckt unten in die Infobox, schreibt mir eine E-Mail und dann machen wir diesen Tausch aus. Okay, ihr Lieben. Das war's von mir heute und ich sag tschüss, bis bald.